So, weiter geht's bei Let's Play Tomb Raider Legend. Der nächste Part, das nächste Glück. Ich habe wieder auf R gedrückt, das war mein Fehler. Ja, Leute, so ist das. Ich muss dann was verändern nachher noch an der Flaps-Einstellung. Ja, so ist das nun mal, ne? Fehler macht man, Fehler gehören dazu. Und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, bei Let's Play Tomb Raider 7 Legend. So, E und Hopsasa und Hopsasa. Und schon sind wir wieder oben. Nein, ich muss hier ein bisschen die Tasten umverlagern, weil mein Computer das nicht so mag. Das war scheiße. Hep. Und zack. Und zack. Und ein bisschen rüberklettern. Nein. Du musst sozusagen da lang klettern. Genau. Und dann werde ich nachher hier nochmal einiges ändern, weil man kommt immer wieder gegen die E-Taste und das ist R-Taste, das ist schlecht. Ich werde so einiges ändern an der Systemeinstellung noch, damit die Aufnahmen besser funktionieren. Ich will ja auch längere Parts ziehen. Ich habe jetzt keinen Bock, immer nur so eine kleine Oma-Parts zu machen. Aber für den Anfang ist das okay. So, greifen! Und da musst du rüber, meine Liebe. Und zack! Gehen wir mal hier ein bisschen hinter. Und wenn wir nichts. Aber schade. Okay. Wenn wir da nichts haben, können wir da nichts haben. So, ein. Ah, komm, verarscht mich. Wo kam der denn her, ey? Aus welchem Sperrmüll haben sie den denn gesammelt? So, kannst du die Waffe wieder einstecken, Lara? Gut. Und wenn sowas angezeigt wird am Bildschirm, drücken Sie. Aha. Ah ja, das ist aber eine geile Kombi. Das ist eine coole Kombi, das funktioniert gut. Das haben die gut durchgeplant. So, jetzt sind wir hier in irgendeiner Höhle. Ja, Freunde, ich freue mich, dass wir so ein geiles Game miteinander zocken. Das zeigt natürlich, dass dieser Kanal von mir sehr gut angekommen ist. Also Let's Play FK. Ist sie nicht wunderschön? Ich glaube, ich habe mich verliebt. Das sagst du doch zu allen Ruinen. Tja, so bin ich nun mal. Und hier kommen die verdammten Touris und Verdermals. Deine Kamera erfasst keine so kleinen Details. Was siehst du? Bewaffnete Männer. Allem Anschein nach Söldner. Was suchen die hier? Vermutlich Ärger. Ja, den können sie gerne mit mir haben. Also ist generell gar kein Problem, ne? Dann lassen wir uns auch gerne drauf ein. Hey, da ist sie! Oh, Kollege. So geht das. So, wie sammelt man das Medipack? Ja, ja, ist gut. Hallo, du auch. Steck ein. Genau, das Artefakt will ich gerne haben. Das Medipack, ich weiß noch nicht, wie man die sammelt, ey. Komm. Einfach sterben, ist alles kein Problem. Ist heutzutage modern. Ja, steck die Waffe weg. Steck die Waffe weg und hoch. Ich glaube, das muss noch eine schnellere Taste geben als diese. Das müsste ich dann aber mal gucken. So, da liegt noch ein Artefakt. Ja, ja, lass mich doch erstmal das Artefakt sammeln, Mann. Ich will das Artefakt haben. So, dann können wir gerne weiterballern. So, wo seid ihr denn, Freunde? Ach, da bist du. Hi. So. So, wie steckt sie die wieder weg? Hallo. So, erstmal wollen wir da hoch. So, ist gut jetzt mit dir, mein Freund. Langsam hast du ausgekackert hier. So geht er dabei auch nicht. So, was ist das für eine Waffe, die ich gerne haben? So, Ende, um die Waffe zu wechseln. Ah ja. Okay, also mit Ende wechsle ich die Waffe. Ja, man muss das ja erstmal alles sozusagen ein bisschen begreifen, ne? Man muss das Ganze ja erstmal irgendwie verstehen, Freunde. So,
Denn ich habe jetzt die ganzen Klassik... Olli, Mensch. Ich habe diese ganzen Klassik-Laras gespielt, also die ganzen Klassik-Teile. Und also wirklich Klassik. Ich verstehe unter Klassik-Spiele aus dem Jahre... 90er. Halten Sie E um die Bewegungstaste. Ach so, okay. Wenn ich E und die Bewegungstaste halte, kann ich hochkrabbeln und runter. Okay, das ist auch schon mal viel wert, das zu wissen. Denn damit werden wir auch im Laufe des Spiels ein bisschen zu tun haben. So. Ja, da ist sie. Da ist sie, ja. Yeah, Adrenalin-Move, Alter. Flankiert dich! Ja. So, komm, du auch hier. Du auch noch, oder was? Bist du auch noch ein bisschen? Du auch noch hier. Komm, Disco. Iha, Disco, Disco, Lucky. I feel so lucky, 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 lucky. Yeah, du bist dran. Hallo, du! Kannst du nicht sterben? Hast du es verlernt, oder was, Mann? Dann muss man wieder wegen dem Pümmel da neu spielen. Wegen dem Pümmellutscher da nochmal hocheiern. Echt. Ich hoffe, du frisst Scheiße, ey. Weil genau das Seil habe ich auch auf der Playstation-Version gehasst. Genau das Seil habe ich auch auf der Playstation-Version nicht gemocht. Nein. Weil man da irgendwie immer nie rankommt. So. Kletter hoch, meine Gutste. Und schaukel ein bisschen. Was das Zeug hält, Freunde. Genau, schaukel. Hört mal, Leute. Die sprechen noch, attackiert sie und so. Und die sehen die gar nicht. Die sind doch voll dämlich. Ey, die sind dumm wie keine Ahnung. Na, wo seid ihr denn, Freunde? Komm, wo seid ihr? Hi! Oh, es tut mir leid. Auch das tut mir leid. Das nicht. Hallo, du auch. Genau. So, ihr seid mir alle sowas von scheißegal, Freunde. Also diese Freaks hier. So, diese Freaks sind mir Latte. Da liegen noch Waffen, ey, die will ich alle haben. Aber ich hab, glaube ich, voll, ne? So, nee, hab ich noch nicht. So. Man kann immer bis zu einem gewissen Kontingent einsammeln und dann ist das Waffenarsenal gefüllt, sag ich jetzt mal. So, hier weiß ich, ist noch ein Secret hinter. Genau. So. Darfst du einsammeln, Lara. Genau, dankeschön. So, ja, rüber. So, wir gehen jetzt rein. Tod durch Blödheit ist besonders schmerzhaft. Das stimmt. Amateure. Tod durch Blödheit ist besonders schmerzhaft, Lara. Da gebe ich dir wirklich recht. Und wir gehen auch da rein. Nur wir sind nicht so blöd wie die. Das ist der Unterschied. So. Gott sei Dank kann man hier so eine Kombi-Taste drücken. Das macht's super leicht. So, einmal ein bisschen schaukeln und einmal ein bisschen springen und wir haben es überlebt im Gegensatz zu dem. Schön, dass du es geschafft hast. Tja, wer kann, der kann. Tja, wer kann, der kann, ne? Wir sind eben nicht so blöd wie die und schaffen das. So, ach du Scheiße. Ja. Was ist das für ein Krempel? Krempel eben. Damit bringt man Material weiter in den Berg hinein. Die antiken Baumeister mussten gelegentlich schwere Steinformationen umgehen. Echt, mussten die das? Okay. Ja, mit dem Joypad ist das natürlich alles irgendwie echt eine Klasse anders. So, darum muss ich, wie gesagt, mich immer noch ein bisschen in diese etwas andere Steuerung einüben. Ups. Naja, gut. Das war ja schon mal gar nicht so schlecht. So, und... Ja, es war klar. Das war super klar, dass ich das nicht so super hinkriege. So, wir klettern erstmal wieder da hoch. Wie gesagt, ich muss mich ein bisschen in die PC-Steuerung einarbeiten, denn ich bin eher der Konsolenmensch. Ja, ja, ist gut. Ich bin eher der Konsolentyp. Und auf der Konsole sind solche Dinge einfach auch irgendwie von selbst erledigt. Findet ihr ja aber auch, ne? Da ist das Joypad und das macht das halt alles irgendwie von selbst. So, ja, daran einfach möglichst und runter. Das ist gesünder für uns. Und wir lassen einfach wieder los. So, jetzt wird es gleich losgehen, dass wir schwimmen müssen. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie man mit Lara schwimmt. Das werde ich auch gleich
kennenlernen müssen, Freunde. Aber egal, ich bin ja hier für euch da und mir macht das ja Riesenfreude. Und hier ist unsere erste Schwimmpassage. So, und halten Sie F, um zu tauchen. F, um zu tauchen. So. Ach, F runter, E leer hoch. Okay. Okay. Leertaste, um wieder hochzutauchen. Okay. Mit F gehen wir quasi wieder runter baden. So, was haben wir denn hier? Ja, das lassen wir doch nicht liegen, Leute. So. Ihr lasst doch hier kein Secret liegen. Wir sind nämlich blöd. So. Jetzt muss ich kurz mal gucken, wo wir wirklich lang müssen. Ich glaube, von da kommen wir und nach da müssen wir. Ich bin mir jetzt aber nicht so sicher. Das kann ich euch jetzt wirklich überhaupt nicht sagen. Boah, werden wir sehen. Kommen wir von hier? Ich glaube, das war der Sperrmüll, von dem wir kamen, ne? Ja? Ne, wir sind, glaube ich, richtig. Ja, okay, super. Aha! Ein Leopardo. Was weiß ich, irgendwie so ein Tier eben. So, sterben. Ja, ich bin so schlecht gerade. Gott sei Dank. Es ist unglaublich, dass Raubtiere Beute angreifen, die größer ist als sie. Ja, das finde ich auch unglaublich. Das war unser Todesurteil. Okay, ich habe nicht nachgedacht, dass hier dieses komische Quetschding kommt. Egal. Ist das ein Jaguar? Das ist nicht. So, komm. Ja, Lara. Du musst auch mal ein bisschen ballern da. Lara, du musst auch ballern. So, okay. Es ist so unglaublich, dass Raubtiere Beute angreifen, die größer ist als sie. Und ja. Schade. So ist das, ne? Wieso stirbt sie an einer Wand, die wieder aufgeht, Leute? Sterben. Jaguar. Jaguar. Oder so. Ey, Katze. Muschi. Muschi, du bist gemein. Muschi-Maus. Muschi, sterben. Na, endlich. Die Katze ist tot. Es ist unglaublich, dass Raubtiere Beute angreifen, die größer ist als sie. Ja, ich weiß. Ihr sagt immer das Gleiche. Und durch. Ja, diese Dinger, glaube ich, kann man mit E fixieren. Ist das ein Affen oder ein Menschenschädel? Ja, weiß ich doch nicht. Unheimlich. Kann ich nicht sagen, was das für ein Schädel ist. So, achso, machen wir es rückwärts. Ist manchmal besser. So, jetzt drehen wir den ganzen Quatsch. Und da vorne ist schon wieder so eine Stanztür, seht ihr? Das hört ja nicht auf, ne, mit den Stanztüren. So, da benutzen wir aber die Kiste für. Das nenne ich einfach gekonnt. Das nennt man einfach gekonnt, Freunde. Und los geht's. So, und schau. So, wir haben das geschafft da drinnen. Und ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hinkommen. Einfach mal schauen, wo wir hinkommen. Mit Geduld und Beharrlichkeit. Ja, hier geht's schon wieder weiter, Freunde. Und das ist für uns kein Problem. Und wir können auch gleich ballern. Genau. Wir haben gleich schon wieder eine Muschi auf der Ecke. Oh, Katze. Katze. Katze, du kriegst kein Katzenstreu, Mann. Oh, Alter. Alter, es gibt kein Katzenstreu mehr für dich, wenn du so weitermachst. Muschi! Du kriegst kein Katzenstreu. So. Das ist kein gutes Jagdrevier, mein Freund. Nee, ist es auch nicht. Die Katze kriegt auch kein Katzenstreu, das habe ich jetzt echt zugesagt. So,
So, hier geht's weiter. Das hier finde ich geil. Das ist mal endlich ein Kistenrückrätsel nach meinem Geschmack. So, Kiste rausziehen. Kiste raufstellen. Kiste eigentlich raufstellen. Ja. Kiste loslassen. Und hüpp. Und ein bisschen hüpp, hüpp, hüpp. Und hoch. So, geil. Das war wieder episch. So, hier stellen wir uns rauf. Seht ihr? Springen und BUSCH! Boah, geil! Leute, die Kiste ist da drüben gelandet. So soll das sein. Und was ich euch auch noch nicht verraten habe, hier ist ein goldenes Artefakt versteckt in der Nähe. Und hier oben ist natürlich auch noch ein Artefakt. Hier gibt es auch ein goldenes Artefakt zu holen und die goldenen Artefakte sind die geilsten. Wo die goldenen alle sind, das weiß ich. So, jetzt muss ich aber wirklich mal üben, wie sie hier loslässt. Das würde mich wirklich mal interessieren. Vielleicht mit H, vielleicht mit D, F, F. Gut, merken wir uns F. So. Und wir rücken eine Kiste. Ne, wir rücken sie da so drauf. Boah. Was ich sagen muss, ist, die Kisten gehen in diesen neumodischeren Teilen besser gerückt. Das ist nicht mehr so nervig. Das finde ich irgendwie persönlich geiler. Ich finde die klassischen Teile in allen Hinsichten auch cool. Das muss ich auch so sagen. Aber ich fand die Kistenrückrätsel, sag ich jetzt mal, in den alten Teilen wirklich sehr anstrengend, muss ich sagen. Was ich hier in diesen Teilen wirklich definitiv besser finde. So, wir rücken die Kiste auf den vorderen, soweit wie ich weiß. Noch. Um das Secret zu kriegen. So, und viele würden die dritte Kiste, die unten drinne liegt, jetzt hochspielen. Und da sage ich nur eins zu. Bitte nicht. Ihr wollt ein goldenes Artefakt. Von daher... Das müsste noch gehen, hoffe ich. So, und Sprung und zack. Und drehen und zack. Und hoch. La 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 la. So, drehen wir uns ein bisschen, Freunde. Und versuchen es darüber. Ja, das war's schon. So, wir klettern hier ein bisschen rum, wie ihr seht. Das macht's ja eigentlich alles relativ simpel. Das ist ja eigentlich alles noch sehr relativ simpel gestrickt. Finde ich. Gott sei Dank. Und wir können auch schneller klettern. Guckt mal mit Highspeed. Yeah, Highspeed. So, und mit F lassen wir uns fallen. Genau. Ja, jetzt schön, dass ihr das jetzt anzeigt. Nach 100 Jahren. Weil jetzt brauchen wir das ja definitiv öfters. Nein, wir wollen hier lang. Düm, 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 düm. Zack! Und E. Kacke! Kacke, Lara. Was hast du da gemacht? Das gibt's doch nicht. Lara Croft. Du willst doch auch darauf, oder nicht? Du willst doch das goldene Artefakt haben. Gerade du willst das doch haben. So, jump. Zack. Drain. Springen. Drain. Und du auch drain, Lara. So, drain. So. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Tomb Raider-Auswahl. Und ihr seid hoffentlich nicht allzu enttäuscht, dass noch immer nicht Tomb Raider 1 erfolgt ist. Technische Probleme mit diesem... mit dieser DOS-Box. Das nervt mich halt irgendwie. Ich habe keinen Bock auf diese DOS-Box. So. Und das macht mich halt irgendwie rasend vor Wut, ne? Dass man das mit so einer blöden DOS-Box spielen muss. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Diese DOS-Box nervt mich eben irgendwie völlig an. So. Ich glaube, das geht gar nicht mehr, ne? Das Ding ist viel zu hoch. Ich hoffe nicht. Okay, dann werden wir das goldene Artefakt, sag ich jetzt mal, später holen, oder? Nee, nö, wir holen das. Ich will das haben. Ich will mich da jetzt nicht drüber ärgern. So, wie kommen wir da am besten runter, ohne uns zu verletzen? Ich möchte das goldene Artefakt einfach haben, weil es wichtig ist. Was heißt, es ist wichtig? Wichtig ist es ja nicht, aber so und hoch. So, man muss auch einfach ein bisschen den Zaun wieder runterlassen, da den Apparat. Macht man, glaube ich, mit der Kiste, ich bin der Meinung.
So, wenn man die Kiste zurückzieht, sollte... Ja. Gehst du denn runter? Wo bist du denn? Ey, Wand. Okay. So. Egal, probieren das. Eigentlich müsste das dann runtergehen. Genau. So. Ja, achso. Ja, Leute, warum ich hier so still bin, man muss sich doch hier ein bisschen konzentrieren. Und es ist doch echt eine andere Schublade irgendwie als die anderen Tomb Raider-Teile. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist das alles schwieriger, einfacher. Keine Ahnung, wie wollt ihr das sehen? Na, schwierig ist es, es geht. Also es ist so Escape-mäßig, ne? Das reicht. Jetzt müsste es gehen, ich hoffe. So, das müsste jetzt gehen. Soweit wie ich weiß, ging das so. Zack, zack, zack. Dreh-Ski. Genau, noch ein bisschen Lara drehen. So, und rüber, Freunde. So, dann da hoch gleich. Ja, ich kämpfe für das Artefakt. Ich weiß, viele von euch stört das vielleicht. Ist doch gar nicht so verkehrt, das Artefakt sich zu holen, finde ich. Denn es gibt vielleicht auch den ein oder anderen Zuschauer von euch, der gerne wissen will, wo das Artefakt versteckt ist, ne? So, wir lassen uns hängen und brrp. Es gibt ja immer mal so den ein oder anderen, der würde auch gerne wissen, wo das Artefakt ist. Derjenige erfährt das jetzt gerade. So, festhalten, Lara. Und springen, meine Süße. So, vielleicht besteht die Chance, jetzt das Artefakt zu bekommen. Wäre ja nicht schlecht. Denn jedes Artefakt in diesem Spiel ist ein gewonnenes Artefakt. Komm. Ah, nee. Wir müssen das Ding noch höher fahren. Das ist doch scheiße. Leute, das gibt's doch nicht. Okay, machen wir das eben. Also so schlecht habe ich mich... Naja gut, ich spiele jetzt auch die PC-Version. Auf der PlayStation stelle ich mich da echt nicht so schlecht an, bin ich ehrlich. Aber naja gut. Lass mal das noch ein Tick. So, das war's. Mehr jetzt aber nicht, komm. Jetzt ist auch gut. Wenn das jetzt nicht gelingt, dann lasse ich das Artefakt erstmal liegen. Wir wollen ja auch mal was anderes sehen, als immer nur diesen Raum, oder? Hallo, Lara! Andres, kannst du bitte deine Steuerungselemente beachten, die ich dir befehle? Dankeschön. So, du sollst nämlich darauf... Ja. Okay, wir müssen das alles also ziemlich manuell machen, weil es mit der Maus abläuft. So, hoch. Ja, bitte diese Perspektive beibehalten. Danke. Und wir klettern wieder hier rüber, Leute. Das kennen wir ja jetzt auch schon langsam. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Hoch, hoch, hoch. Genau. Nein, nein. Was machst du da, Lara? Was ist das denn für ein neues Hobby? So, zack, 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 zack. Und es ist richtig so. Jetzt sehe ich das. So. So soll das stehen. Ich erkläre euch gleich, wie, wo, was, damit ihr überhaupt Bescheid wisst. Also für die, die es vielleicht noch nicht wissen. So. Ah ja, okay. So, ihr seht doch zum Beispiel da, ja, wie soll man das sagen, der Mund oder was da sein soll. So, wir sind jetzt, wir haben einen Kontrollpunkt erreicht. Wir klettern hier hoch. Eins, zwei und da, der Punkt, wo wir quasi raufspringen können. Lara! Das gibt's doch nicht! Okay. Naja, immerhin hat sie Safe Point gehabt. Also hier, dieser Punkt muss sozusagen gleich stehen mit unserer Kletterwand da. Hallo! Genau. Genau, und zack. Und Gold. Dafür kriegen wir einen Kontrollpunkt. Das ist nett. So, und runter und runter. So, hier vorne ist aber noch eins. Das würden viele übersehen. Oder wollen viele übersehen, weil sie einfach dann in dem Moment hier auch einfach nur noch raus wollen. Ich will hier nicht raus. Ich will das Emblem, ich will das Artefakt haben, dass das irgendwie silbern ist. So, dann einmal hoch, hoch und nochmal hoch. Und Kamera drehen und damit es schneller geht, die E-Taste, Freunde. Und mit der F wieder loslassen, genau. So, ihr fragt euch jetzt, warum ich immer die Tasten erwähne. So kriege ich mir das ein. Also
klingt blöd, aber so präge ich mir die Steuerung erstmal ein, ne? Denn, wie soll ich das sagen? Für mich ist die Steuerung mit der Tastatur ja auch erstmal sehr gewöhnungsbedürftig. So, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen und Lara endlich dranhängen und nicht sterben. Danke. Das ist nämlich etwas, was in diesem Spiel manchmal so ein bisschen fatal ist. Manchmal will sie doch immer so eine Runde sterben. So. Und rüber. Und wir können den Disco-Raum hier verlassen. Und okay. Wir werden jetzt das Tastatur gesteuert spielen. Leute, wir haben das gepackt. Super. Und schon haben wir wieder das nächste Artefakt gesehen. Ja, und ich atme noch. Weiter geht's. Oh. Okay. Also diese Videoparts werden jetzt auch ein bisschen länger, wie ihr merkt. Zack, zack, zack. Schon wieder. Wo bist du? Ey, Disco-Tiger. Ey, Disco. Hallo, du hast mich ja berührt. Wie machst du das immer? Hallo, Pissviech. Wieso ist der immer noch nicht tot? Wie lange lebt denn der? Na endlich. So. Also eines muss man sagen. Die Tiere leben meines Erachtens nach in diesem Spiel ein bisschen zu lange. Und ja. Okay. Hier vorne, wir haben ein Artefakt gesehen, wo wir da gerade eben drüber geflogen sind. Warum wir das nicht kriegen, zeige ich euch jetzt gleich. Wir müssen im Prinzip das Ding hier ranschieben. Dann müssen wir uns eine Lampe anschalten und hier erstmal durchlaufen. Schal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 a. So. Und hier liegt's. Dann nehmen wir es einfach mit. Danke. Und schon haben wir wieder ein silbernes Artefakt. Und weil wir jetzt wieder draußen sind, machen wir die Lampe wieder aus. Und jetzt muss ich mich hier mal kurz umgucken. Ah, da oben ist noch ein Artefakt. Seht ihr das? Ach so, nee. Steck ein, Lara. Steckst du von selbst ein oder muss ich drehen? Okay, muss ich mal. So. Und jetzt muss man so ein bisschen drehen. Ja, das ist meistens mit E drücken verbunden. Das ist das Zentrum des finsteren Imperiums. Von all dem steht nichts in den Büchern, aber ich denke, die Teile hatten einen zeremoniellen Zweck. Wenn das so ist, möchte ich die Zeremonie lieber nicht sehen. Nee, ich auch nicht. Wer weiß, was die hier für eine Party gefeiert haben. Das will ich manchmal gar nicht wissen, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. So, und einmal rüber. Ja. Yeah. Und da ist das silberne Artefakt. Das holen wir natürlich auch noch, ne? Und ja! Und E und hoch und Dankeschön. Und wir nehmen das mit. Und wir haben ein Artefakt kassiert. So, runter, danke und weiter. So, so langsam sitzt bei mir auch die Tastatursteuerung im Kopf. Das merkt man ja wohl hoffentlich. Langsam bewegt sich das Spiel ein bisschen schneller bei mir. Es bewegt sich zwar noch nicht wie auf der Playse, sag ich jetzt mal. Aber es geht schon langsam positiv weiter. So, wir schwingen uns hier rüber. La 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 la. Und zack. Zack die Bohne, ja. Freunde, schön, dass ihr übrigens dabei seid. Das wollte ich jetzt nochmal hier an dieser Stelle ganz wichtig erwähnen. Denn, boah, wie gesagt, Tomb Raider ist eben Tomb Raider und bei mir auf dem Kanal. Es war doch klar, dass es weitergeht. Es war doch super klar, dass es weitergeht. Ich hätte euch doch nie in den Stich gelassen. Nein, so bin ich nicht. So bin ich grundprinzipiell nicht eingestellt. Nein, bei mir auf dem Kanal geht es weiter und es ist Tomb Raider Legend. Vielleicht nicht gerade das Favorite Tomb Raider von jedem, aber meins. Na doch, schlecht ist es nicht und muss man durch. Nein, ich denke mal, ihr werdet es auch mögen und ich mag's und ja, alle mögen es eigentlich.
und von der Steuerung. Ich begreife es langsam und das ist auch genau das, was ich wollte. Und schon wieder ein Kontrollpunkt. Ich darf nur nicht vergessen, nachher zu speichern. Oh. Okay. Okay. Lara, hast du etwas für das Feuer gefunden? Lara, was? Nein, zurück! Großer Gott, was ist das? Da ist etwas im Licht. Bleib hier. Was? Wer bist du? Was? Was ist mit meiner Tochter? Sie hat es nicht böse gemeint. Tu ihr bitte nichts. Lara Croft! Ich hatte gehofft, Sie kennenzulernen. Ganz ruhig. Wir wollen nur reden. Ich bin ganz Ohr. Haben Sie einen Teil hiervon gefunden? Sind Sie deshalb hier? Wo haben Sie das her? Das ist unwichtig. Allein, was es bewirkt, zählt. Wissen Sie es? Was ich weiß, geht Sie nichts an. Sie wissen es also nicht. Und Sie haben keinen Teil. Amanda sagte, dass Sie schlampig sind. Sie hätten in Paraíso besser aufpassen sollen. Amanda? Amanda ist tot. Was wissen Sie von Paraíso? Das Gespräch ist beendet. Ja, da ist Amanda. Hubschrauber-Szene, die Leck! Ich bin keine Schlampe. Merkt ihr das? Mein Name ist Lara Croft. Kapiert? Lara Croft ist keine Schlampe, Kollege. Ja, du. Ja, dich meine ich auch. Hallo. Das reicht mir jetzt. Wir setzen uns frei. Hallo, du. Ja, du. Genau wie ich meine. Du auch noch mal ein bisschen. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Eine Spende für den Meister. Hallo, Kollege. Du. Hallo, du. Warum stirbst du nicht? Also, so. Genau. Jeder von euch kommt einmal dran. Jeder von euch darf einmal. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht eine kleine Schussspende für Lara Croft? So. Darf ich einfach so aufdrehen? Bist du ein kleiner aufdringlicher Schwanzrutscher? So. Und du? Möchtest du auch noch machen? Möchtest du auch? Ja, gut, wenn du möchtest, bitteschön. Es gibt mehrere. Du hattest recht, Vater. Wie war das?
keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben noch was zu erledigen. Das heißt, wir leben noch. Das klingt doch richtig gut. Ja, und schon sind wir Bolivien 1 durch, Freunde. Wir haben einiges freigeschaltet, das ist schon mal ganz schön. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Let's Play Tomb Raider 7 Legend. Und das Ganze hier bei Let's Play FK. Mein Name ist Florian Kiel und ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüssikowski!